haben den gleichen Freund und sind nicht weit voneinander aufgewachsen. Aber ich war in Amerika, habe bei dem Typen gearbeitet, über den ihr euch kennengelernt habt. Ja, das ist voll crazy. Und da hat er mich entdeckt, der Freund von Dominik, über den bin ich dann zum Mediacup gekommen. Und dann habe ich mich zuerst mit Flo getroffen, glaube ich, weil nämlich der meinte, ey, LeFloid ist ein großer Fan von Philip DeFranco. Mhm. Und vielleicht könnt ihr euch mal zusammensetzen, wenn wir dich in Berlin dann haben und so, dann kannst du vielleicht mit ihm zusammen irgendwie für Mediacup was in Berlin machen. Und dann, haben wir uns getroffen und in diesem seltsamen, hässlichen Restaurant uns zum ersten Mal unterhalten. Und dann irgendwie ein paar Tage später haben wir uns dann getroffen, sind auch in dasselbe hässliche Restaurant gegangen. Ja. Und wir haben uns dann auch immer getroffen. Ich glaube, ich habe noch die offizielle Word-Datei, die ich an dem Tag gemacht habe, mit Ideen, die du mir gegeben hast, was ich auf meinem Kanal mache. Dinge, Formate, die Robin entwickelt hat, die ich einfach nie gemacht habe. Ich habe nie geraten, überall... nur nicht auf Fotoapparat. Ja, hat er indirekt. Wahrscheinlich habe ich es so verstanden. Gesetzt. Robin hat nämlich irgendwie komisch gesprochen und deswegen habe ich es nicht verstanden. Das war das Problem. Dominik? Und Marty, weiß ich noch, das erste Mal, haben wir mit ihm geskypt. Und zwar war auch in dieser Show. Wir wollten unbedingt Marty mal was gedacht dabei haben. Und Marty war irgendwie nie erreichbar und dann irgendwann so am Telefon. Und ich so, ja. Und ich skype dann so, ja. Ich bin hier in Salzgitter, ich habe eigentlich keinen Bock, drauf zu kommen. Und dann irgendwann ist es dann doch, dann funktioniert wegen Marie, weil ihr dann zusammengezogen seid. Wir haben uns dann auch in der gleichen... Halt, ganz als ich dann auch echt mal, ey, ohne Scheiß, das können Leute bestätigen. Als es irgendwann hieß, vielleicht zieht der Klavinova auch aus, auch nach Berlin, weil es einer der Ersten, der geschrien hat, yo, hier, geil. Ohne Scheiß, da war ich ja von Anfang an dafür. Wenn ich das gewusst hätte, viel früher gewusst hätte, dann, mein Lieber. Dann, Alter, du wärst schon geboren worden. Du wärst schon geboren. Hätte ich mich hier bären lassen. Ich hab gedacht, dieser Florian, ich lerne Klavinova kennen. Nee, Jakob hat gedacht, wie so ein kleiner... Nein, Mann, Alter, ich fand ihn so geil, Mann. Das Wetter ist scheiße. Kann ich nicht. Das gab es doch damals noch gar nicht. Doch, das kann der. Echt? Der kann nicht Manuel Neuer? Was ist, wenn Marty gar nicht Marty ist, sondern Manuel? So, ich weiß nicht, also dieses eine Skype-Gespräch, was ich mit euch, also mit Robin und Dominik hatte, das war auch sehr, sehr lustig, weil ich, also wie Robin schon gesagt hat, ich war halt damals irgendwie so da drin in diesem... Also das hatte Besitz von mir ergriffen, das Salzgitter, irgendwie. Und dann, also ich weiß nicht, irgendwie, ich wollte halt nach Berlin und dann kamt ihr und dann passte das ganz gut und dann... Wir kannten das hier war ja übrigens auch so ein wir kannten uns Ding, vorher, Alter. Also wir kannten uns ja durch Voici und stimmt, Alex und Dennis. Und Computerion. Ja. Und echt und bitter wieder, ey, wenn man krass. So ein Netz spinnen würde, das wäre so verzweigt. Und dann waren ich sitze so die ganze Zeit daneben und mache keine Videos. Ey, das war genau der Abend, als wir vom Bettvideopreis 2012, als wir da nämlich noch irgendwie zum Bahnhof sind oder so. Oder war 13? Das der nächste? Ja. Das war ein Bettvideopreis. Vielleicht auch doch 13. Ja, oder 13. Also auf jeden Fall, es war doch irgendwie so, ihr habt kaum in mein Auto reingepasst und wir sind dann zu Alex gefahren. Ja. Du hast einen Führerschein? Fast 7. Was? Ja. Aber fahr nicht mit Marty Auto. Ich weiß, deswegen, deswegen fragte ich scherzhaft, ob er einen Führerschein besitzt. Ja, es macht trotzdem, es ist lustig. Es ist lustig, ja. Mit mir Autofahren ist lustig, mit dir Autofahren ist selbst. Ist gefährlich. Mit mir Autofahren macht Spaß. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Du hast letztens, nee, Moment, irgendwer ist mit mir Autofahren, hat sehr gelacht. Der Witz war ja dann, Marie hat ja dann irgendwie Zauberkräfte gehabt. Man weiß es nicht genau. Die sie eindeutig hat. Und? Ja. Und dann hatten wir irgendwie so das Bedürfnis, ey, lass mal voll zusammenziehen! Ja! Ja, so, und dann war die Idee geboren, aber sie starb auch gleichermaßen wieder ab. Ich wäre übrigens um ein Haar mit David Hein zusammengezogen. Was? Du auch? Ich erinnere mich noch. Du auch? Ja, das war ja die Steve! Ich ja auch fast. Stimmt! Ich ja auch fast. Das ist ja auch für den Einzelnen als solches total okay, ganz ehrlich. Also, das sind ja Sachen, aber wir müssen das eben war ja auch eine Überlegung zu uns zu ziehen. Ja, das auch. Das war auch überlegt. Und das ist nicht passiert, weil war Niklas gewählt hat. Weißt du, warum stopp? Vor allen Dingen, dass der Abend war, das ist ja auch schon wieder so voll Bromance, Homance, Gomance. Ja. Steve war sich ja nicht sicher, ob er zu uns ziehen soll. Dann waren wir auf der Kino-Preview, damals mit dir und mit David, wo nicht dieses französische, komische Wirtschaftsspiel. Das Möbius-Band da. Wir haben ihn geguckt. Das ist so schlimm. Die Möbius-Affäre. Auf jeden Fall haben wir den geguckt.
und haben uns an dem Abend aber so gut verstanden, ja, dass Steve eigentlich drauf und dran war, zu sagen, er zieht zu uns. Ich fahre nach Hause in die UWG, gehe zu Felix ins Zimmer, wo Jakob sitzt und will gerade sagen, ey, ich glaube, ich habe Steve irgendwie umgepolt, ich glaube, der will hierher ziehen. Bevor ich das sagen kann, gucken die mich an, ey, weißt du, was der herzieht? Niklas zieht hierher und ich sitze da. Oh, no. Aber es ist voll gut, weil dadurch haben wir nicht, ja, das jetzt absolut, ausprobiert. Absolut. Ja. Absolut. Ich meine, das hat sich ja doch sehr gut entwickelt. Ja. Hat sich super geil. Was, wir hätten großes Problem heute. Ey, wir hätten großes Problem gehabt. Nochmal die dicksten Props. Dicksten Props an. Die dicksten Props an Rick und Steve. Und der Clevinova Marci und Mapamundi Dominik. Ja. Weil wir hatten echt harte organisatorische Schwierigkeiten, weil uns Locations, ach so, das Ding, abgesprungen sind. Oh. Du musst Rick umarmen, ganz doll. Doch, Mann. Ganz doll. Boah, wir haben echt ein Zimmer gehabt. Wir sind hier in Ricks Zimmer und das war echt so ein Ding, so wirklich so, oh mein Gott, das ganze Ding geht krachen. Was machen wir? Und was so, machen? Ja, ich hab Platz und hab eine fette Leitung, aber ich hab nur 2 Mbit Upload. Was? Die war mal Zimmer, Rick? Nein. Oh, großartig. Ja, so in etwa. Gekauft. Nein, aber wirklich fast. Ah. Doch, ich glaube. Habit. Doch, Rick war auf jeden, nicht nur fast, Rick war der Erste, der sofort gesagt hat, so, ach komm, was soll die Scheiße, ich habe eine Couch-Ecke, seh zu, ich will so wenig wie möglich Arbeit haben. Was er sich dann im Endeffekt viel mehr gemacht hat, schon alleine die ganzen SMS vorher, ohne Scheiß. Der steht ja spät auf. Aber so, ihr könnt um 8 kommen. 8:30. Wir bereiten alles vor. Ich mach alles sauber. Ich wisch nochmal Staub. Sollen wir Getränke kaufen? Was bringt ihr mit? Mein Fernseher funktioniert. Welche Konsolen brauchen wir? Ich sag Steve Bescheid. Wir haben einen Schreibtisch. Wir haben keinen Schreibtisch. Wir haben Steve Schreibtisch. Wir haben 2 Schreibtische. Ja, wir haben 3. Das war so großartig. Wirklich, ohne Scheiß. Also vielen unendlichen Dank auch nochmal an die HWG für die Scheiße. Weil das, ey, Alter, das hat das ganze Ding rausgerissen. Das sollte man sich aufschreiben. Das war auch echt LAN-Party-Feeling, was ich seit 7 Jahren nicht mehr hatte. Wahrscheinlich sogar noch 7, 8 Jahre noch länger, Alter. Können wir das Fenster mal aufmachen? Ich war so richtig stark. Ich hasse den. Drei Tage. Ja, ich hab keinen Tisch. Wir haben Stitch. Das kommt doch. Scheiße. Ohne Scheiß. Alleine die, ey, unsere Gruppe. Wir hatten ja so eine WhatsApp-Gruppe. Für die ganze Organisation. Das ist so eine WhatsApp-Gruppe, die bringt Leute, die stresstechnisch nicht so gut funktionieren, ins Grab. Ja. Das Ding war echt nur, ich geh da auch sofort raus, Alter. Das war echt nur so, ah! Diese ganze Organisations-WhatsApp-Gruppe für heute war der reine Terror. Warte, was hat Rick gemacht? Weiß nicht, wo sitzen wir denn hier? Ja, hat er gemacht, er hat gerettet. Am Drehset von den SpaceFox in ihrem Studio? Ich hab Couchen gekauft. Nein, auf den Scheiß, Mann. Kannst du mal bitte in diese Kamera winken? Ich weiß nicht, wo ich jetzt dahin soll. Da ist er. Der Rick von den SpaceFox hat einfach mal die Nummer ein bisschen. Also, ich bin auf dem anderen Stream. Jetzt können wir den Bogen. Ich bin auf diesem Stream gar nicht so sehen. Wo, auf dem bin ich? Nur zu sehen. Jesus, Rick. Aber ganz ehrlich, Mann. Hashtag Multitweet. Das war sehr gut. Ich habe mich so gefreut, ey. Ich hab wir können jetzt den Bogen schließen. Ja. Weil dass das jetzt alles so krass gut funktioniert hat, hier, wir so viele war Glück. Spenden, also hier war, so viele Spenden war Glück. Hat. Und was jetzt im Endeffekt, wie das jetzt weitergeht, was wir mit dem Geld machen. Wie also Resümee, wir haben, Resümee-technisch, ganz ehrlich, wir haben unglaublich viel gelernt. Loot für die Welt wird fortgesetzt. Mit 3 Odern? Später. Wirklich, später. Nächste Woche. Nein. Nein! Übernächste Woche. Und 2 Stunden. Loot für die Bis Welt Ende wird September. Eine Sache, die vielleicht... Im September. Pass auf, stopp. Loot für die Welt ist eine Sache, die einmal im Jahr und maximal vielleicht, wenn wir gut funktionieren, zweimal im Jahr, aber ich würde sagen, einmal im Jahr ist Pflicht. Safe. Loot für die Welt wird eine feste Sache, dank euch. Und ich glaube, wir können damit echt eine unfassbare Menge geilen Scheiß einfach machen. Wir können es vielleicht viel größer machen, noch geiler. Wir machen das nächstes Jahr, gehen wir das anders an, wir organisieren das anders. Wir lesen bessere Fanfictions. Wir denken, wir denken größer auch nächstes Jahr, wir machen was, wir sprechen auch vorher, was rechtmäßig geht, ob wir zum Beispiel,
ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt geht, dass man an spendende Sachen verlost und so oder eventuell einfach nur Sachen raushaut, ja, oder Tombola oder irgendwas. Wir sprechen, wir klären das alles ab, wir machen das nächstes Jahr fetter, wir machen das nächstes Jahr mit einem Plan und so weiter. Wir machen wirklich Loot für die Welt, wird fortgesetzt. Gut, Loot für die Welt. Weil das hat echt, ohne Scheiß, das hilft. Helfen macht so unglaublich. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es macht und es glücklich. Hat, und es ja, hat vor allem, finde ich, auch gemacht. Ich hatte das Schweiß. Ja, das ist das Gefühl. Unglaublich cool. Ich habe gestern Abend neben Jakob gesessen. So, ich meine, wir arbeiten ja sowieso sehr viel gegenwärtig zusammen. Ja, übel, Alter. Übelst aber viel. Ich finde einfach so dieses zusammen hier rumvegetieren. Ja, ja. Der Moment, als wir zu dritt Pokémon Stadium gespielt einfach haben. Oder Pokémon Stadium, ja, weil wir einfach nur überleben mussten. Ja, wir mussten einfach nur überleben. So, keiner mehr so, da außer uns drei. Ich muss jetzt gegen gegen das Einschlafen ankämpfen. Steve hat mich zum glücklichsten Menschen, Menschen des Wochenendes gemacht. Nämlich, ich kam hoch und dachte mir, okay, ich packe mich jetzt auf den Holzfußboden, alles cool, lass mich in Ruhe, ich will nur 3 Stunden schlafen. Und Steve so, guck mal da auf meine Couch, da ist ein Kissen und eine Decke. Und ich dachte mir so, du bist der beste Mensch der Welt. Ja. Ich bin weg. Das war unfassbar schön. Das war für uns eine unfassbar schöne Erfahrung. Ich bin komplett am Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Ja, absolut. Aber ich fand es auch geil, jetzt, also auch weil, je nachdem, was man halt gemacht hat, wenn man dann zum Beispiel an dem Rechner gesessen hat, man konnte sehr aktiv auch auf die Kommentare eingehen, sehr geil mit euch einfach kommunizieren. Es war ein sehr intensiver Austausch einfach. Ja, auf jeden Fall. Über einen sehr langen Zeitraum. Es waren wirklich sehr schöne Sachen da. Und das Geile ist auch ganz ehrlich, über so eine lange Zeit live. Du kannst dich halt auch nicht verstellen. Also ihr habt klingt jetzt doof, aber ihr habt uns halt auch so gesehen, wie man wir haben uns oft genug angepimmelt. Ja, das ist aber auch total okay. Da meine ich doch, ja, aber das ist das. Ja, Mann. Spätestens da sind alle Lungerklamotten hier. Ich in meiner billigsten Jogginghose. Ihr habt gesehen, was Jakob für ein gieriger Spinner! Nein, Spinat! Aber ihr habt doch gesehen, warum ich ganz cool Fan bin. Spunk! Strafraum! Spunk! Wie bei Pipi Langstrumpf. Oh! Tommy Blackouts Mütze! Wenn ich die hier vergessen hätte, hätte das ein Dilemma gegeben. Nein, ohne Scheiß. Also wirklich auf euch und an euch nochmal 1000 Millionenfachen Dank, dass das funktioniert hat. Ihr seid diejenigen. Nächste Woche. Ihr seid die Army. Nur noch mal ganz kurz, dass es festgehalten wird. Nächste Woche ab Montag werde ich speziell und Frodo, also Dr. Freud speziell, werden euch nonstop auf dem Laufenden halten, wie die Organisation vonstatten geht, werden täglich posten, wo das Geld ist, wo das Geld hingeht, wer das Geld gerade hat, werden Video dazu machen zur Übergabe und so weiter, werden das schneiden. Fotos von den Malediven machen. Fotos von den Malediven machen, auf die wir uns dann abgesetzt haben mit den Millionen. Nein, also wir werden... Du hast die Kommastelle versetzt. Ja. Oh. Nein, wir werden das alles komplett dokumentieren, so wasserdicht, wie es auch nur irgendwie in unserer Möglichkeit ist, mit Screenshots, mit Videos, mit allem, was irgendwie geht. Jeder Cent, der durch irgendwelche Bearbeitungsgebühren oder PayPal oder irgendwas geht, die Summe, die ihr dann seht im Endeffekt, die ich nochmal screenshotte dann auch, die hoffentlich nicht mehr höher geht, wird auch gespendet, egal welche Bearbeitungsgebühren und so ein Scheiß und so. Das ist eine Sache, das ohne Scheiß. Klose mal jetzt. Soll uns bitte erstmal einer nachmachen, weil ich glaube, Loot für die Welt ist echt eine geile Scheiße und ihr seid schuld. Ihr seid schuld. Ja. Jo, danke. Es ist 0 Uhr. Alter! Aus! Alter, was ist 30 Stunden. Es ist 0 Uhr, alles ist in Ordnung. Wir streamen, aber dann 30 Stunden. Es sind 30 Stunden Livestream. 30 Stunden. Nächstes 30 Stunden online. 3 Euro. Ja, genau. Wir sind 30 Stunden. 30 Jahre wird es hart. Über 1000 Euro pro Stunde. Das sind, und Felix. Kocht nächstes Mal einen Ausknopf. Felix drückt jetzt gleich auf den Ausknopf. Wo ist denn der? Du gehst oben auf Broadcast. Auf Broadcast. Aber noch nicht. Und dann auf den. Was machen wir dabei? Ja. Noch nicht drücken. Auf den zweiten. Nee, auf den ersten. Nein, schon richtig, Stopp, meine Schuld. Noch nicht klicken. Ja, ich klicke ihn nicht. Ich hab's schon kapiert. Okay, gut. Nicht klicken, Felix. Nein, du es nicht. Wollen noch irgendwas sagen? Ich möchte mich nochmal in aller Härte bei euch bedanken. Vor allem fürs Mikro. Für alles, fürs Zuschauen, fürs Spenden, fürs
Weitertragen. Fürs Weitertragen. Für Manuel Neuer. Für Manuel Neuer. Fürs Manuel Neuer ist jetzt ein Verb. Bitte. Danke, Duden. Pass auf dein Bier auf. Danke an die Leute, danke an die Mods. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an Bert, die magische Kartoffel, der so eine treue Seele ist, obwohl er einen scheiß Job hat, weil er immer unsere Zeiten aushalten muss und wir halt echte Nachtspastis sind.